Zurück bei Andruck, dem Pressetalk, und wir sind noch beim Dieselthema und dann werden wir auch noch mal die Frage diskutieren, was die Grünen denn so machen, nachdem der Habeck sich verplappert hat. Aber die Antwort steht noch aus über das, was da in Stuttgart seit einer Woche passiert. Totales Fahrverbot in der Innenstadt für alte Dieselautos und keiner redet drüber, oder? Ja, es ist nicht so, dass die Leute das klaglos hinnehmen. Ich habe in dieser Woche mit mehreren Abgeordneten gesprochen aus Stuttgart und aus dem Südwesten und die werden bombardiert von Anrufen, Briefen und Mails und der Ton ist nicht freundlich. Also das hat ein enormes Ärgerpotenzial, gerade Stuttgart ist eine typische Pendlerregion und es hat auch viele also Irrationalitäten, wer in die Stadt fahren darf, wer nicht, abhängig von dem Landkreis, von dem er kommt und so. Es ist schwer nachzuvollziehen für die Leute. Die sehen natürlich auch manches von Zufälligkeiten abhängig, wo die Messstationen stehen. Manche halten die Feinstaubquelle Dieselauto für übertrieben und weisen auf anderes hin. Alles nicht übrigens von der Hand zu weisen. Also ich glaube, dass in der Tat dieses Thema Mobilität und Autos, das ist für die ganze Region darüber hinaus, also Stuttgart ist ja nicht die einzige betroffene Region, großer Sprengstoff hat. Also es ist Na, Berlin absolut kommt ja noch, so, glaube ich, ab April, ne? Sind. Mhm. Wird das hier so sein. Gut, Frankfurt. Dann warten wir mal ab, was da passiert. Vielleicht entsteht ja eine kleine Revolution oder nicht. Ja? Wir wollen noch mal auf die Grünen zu sprechen kommen, nachdem wir über CDU, CSU und SPD gesprochen haben. Herr Habeck hat sich da ja ein Ding geleistet. Jetzt twittert er nicht mehr. Und war das nun Versehen? War das Unbedachtsamkeit? Oder ist er so? Ich fand das ein hochinteressantes Phänomen, was sich ergeben hat. Weil Habeck hat eine total richtige, notwendige, finde ich, Debatte angestoßen. Und aber eine fatale Konsequenz gezogen. Also die Debatte, die richtig ist, ist die Frage, wie wir mit den sozialen Netzwerken umgehen, besonders mit Twitter, weil das eben ein Medium ist, das zur Verkürzung, zur Verknappung und damit auch zur Zuspitzung und zu einem also zu einer Art des Umgangs geht, der eben nicht dialogorientiert ist, sondern wo es darum geht, irgendwie zu provozieren, auch dieses Schielen nach Likes. Ich glaube, dass Habeck richtig gesehen hat, dass das für Politiker, nicht nur für Politiker, aber für die sind besonders eine Art Suchtphänomen darstellen kann, das auch Rückwirkungen hat auf den Dialog außerhalb von Twitter, weil man ist im öffentlichen Raum, redet und hat aber im Hintergrund schon im Kopf, wie viele Follower eine zugespitzte Bemerkung einem bringen kann. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass dieser Effekt besteht. Also diese Debatte anzustoßen von Habeck fand ich total wichtig und sinnvoll. Ich glaube, dass die Analysen ganz richtig sind. Ich glaube bloß, davor und danach passt irgendwie nicht dazu. Davor, er hat sich zweimal einen Fehler erlaubt, indem er bei kurzen Aufsagern für ein Video, das dann auf Twitter gestellt wurde, kolossal zugespitzt formuliert hat. Das hätte ihm aber auch passieren können, wenn die ARD ihm zwischendurch mal ganz schnell ein Mikro hingehalten hätte. Und die Folgerung dann, diesen Raum, der nun wirklich schwierig zu beherrschen ist, ganz zu verlassen, und den anderen zu überlassen, finde ich jetzt auch nicht besonders logisch. Wird es denn, Herr Sommerfeld, zu einer Nachdenkensphase führen? Das heißt, wie gehen wir zukünftig damit um? Wir alle sind ja doch in den Social Media, wenn ich das so sehe. Sie sind doch nicht so aktiv, aber Sommerfeld ist da ganz aktiv, wenn ich das richtig sehe. Ja, nachdenken tun wir immer. Ich teile das vollständig. Wir müssen uns an dieses Medium gewöhnen. Ich fand das natürlich gemessen an früheren Zeiten, die eher sozusagen durch den Genscherismus geprägt wurden, nämlich durch Aussagen, die man irgendwie die Windel weich und unspezifisch war, fand das für einen Journalismus eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man deutlicher zuspitzt. Jetzt ist das übertrieben worden, das wird sich wieder korrigieren. Und ich halte seinen Abschied, also einmal tickt er wahrscheinlich wirklich so, dass das authentisch ist, wenn er sagt, ich will das jetzt nicht mehr tun, aber ansonsten war es ein relativ geschickter Schachzug, weil er damit die Inhalte weggedrängt hat, die ihm wahrscheinlich in den neuen Bundesländern gleichwohl noch zu schaffen machen werden bei den drei Wahlkämpfen. Die werden sagen, jetzt kommt der Befreier. Und im Augenblick sind die Zahlen der Grünen ja bei den Meinungsumfragen in den drei neuen Ländern deutlich angestiegen. Der Ermittlungszeitraum liegt, glaube ich, noch vor dieser
vor dieser Twitter-Geschichte. Man muss mal sehen, ob das Auswirkungen hat. Da habe ich die Frage, wenn ich mir die grünen Zahlen angucke, die in den letzten 20 Jahren in den neuen Ländern waren. Da waren die Grünen ja fast gar nicht vorhanden. Halten sich diese hohen Umfragewerte? Oder glauben Sie, dass das an der realen Welt doch zersplittern wird? Also lieber Peter Brinkmann, erneut soll ich eine Prognose abgeben? Nein, also diese Werte werden sich so nicht halten, aber interessant ist, glaube ich, sind zwei Sachen an der ganzen Geschichte. Die Grünen hatten es nach der Wende in Ostdeutschland schwer. Das hat damit zu tun, dass eben auch besondere Konstruktionsbedingungen der gemeinsamen Grünen Partei, man hatte eine eher bürgerrechtlich orientierte Bewegung im Osten, man hatte eine stark ökologisch, damals ja noch im Übrigen mit einem stark ökosozialistischen Flügel im Westen, dann ging man zusammen, das war alles schwierig, gab auch keine ökologische, sagen wir mal kulturelle Tradition sozusagen im Land vor allen Dingen, also gerade in den Flächenländern war das ja ganz schwierig für die Fuß zu fassen, dass man trotzdem dort eine ordentliche grüne Karriere machen kann, sieht man auch an Frau Baerbock, die nun also inzwischen Vorsitzende ist, ja auch aus dem Osten kommt, also es ist jetzt langsam gewachsen. Das, was wir heute da sehen, die Thüringer ganz spannend, weil es möglicherweise also auch dazu führen wird, dass eben doch eine rot-rot-grüne Mehrheit möglich ist, und zwar durch starke Grüne, nicht mehr durch starke Linke oder durch eine SPD, also die verliert ja auch immer stärker. Grüner. Naja, könnte ja sein. Wäre ja nach Kretschmann im Westen sozusagen auch der Zweite, aber schauen wir mal hin. Ich glaube, dass bei vielen Leuten in diesem Jahr noch mal stärker das Bewusstsein dafür gewachsen ist, dass es planetare Fragen gibt, die man irgendwie lösen muss. Klimawandel, es geht um soweit die Ökologie der Existenz im weitesten Sinne, Reproduktion von Gesellschaftlichkeit, die Rolle von Frauen und so weiter. So, und viele Leute sehen in den anderen Parteien da keine Antwort, dass die Grünen vielleicht als so ein Behälter der Hoffnung eher betrachtet werden, denn was die dann am Ende machen, Norbert Walter hat es ja angesprochen, da kommt dann irgendwann eine Koalitionsverhandlung, da sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Aber dass sozusagen die Grünen dort als so ein Hoffnungsmoment von sehr vielen Leuten, die eben gerade nicht zum klassischen Potenzial von Grünen irgendwie städtisch, urban, akademisch, jung oder so zählen, sondern da geben eben auch die Älteren, auch die vom Land, dort momentan in Umfrage gehen. Schauen wir erstmal, was bei den Wahlen kommt. Interessant ist noch etwas anderes, weshalb, glaube ich, die Grünen im Osten zurzeit auch stark sind. Sie werden dort als die am wenigsten populistischste Partei wahrgenommen, glaube ich. Es gibt so ein Rennen irgendwie, auch also CDU Sachsen und Thüringen ist es sehr stark, also mit unglaublichen Zuspitzungen da Wind zu machen. Die SPD kommt ja fast gar nicht mehr vor. Also sieht man mal von Brandenburg ab, wo da noch gewählt wird in diesem Jahr. 7 oder 8%. So, da hat man da eine ganz, ganz laute und aggressive und sehr also ja besonders widerwärtige AfD dort im Osten und so weiter und so fort. Und da ist so das, was also insbesondere eben Habeck personifiziert, dieses einnehmende Sprechen, irgendwie so eine Art Handreichen, selbst wenn man nicht politisch miteinander einverstanden ist, das kommt gut an. Das ist interessant, weil es nämlich auch, also wiederum jetzt zurück zu diesem Twitter-Thema, ja vielleicht doch auch zeigt, dass eine bestimmte Form von ja, kompromisshafter Suche, miteinander reden und so weiter, von mehr Leuten geschätzt wird, als mitunter diese aufgeregten Diskussionen, die ja auch eine Sache von uns Journalisten, also, Publizisten und Politikern sind, zivilisatorischer Umgang, ja, zahlt sich doch aus. Wir sind ja gleich am Ende dieser Sendung und ich will mal durch die Runde durchfragen, was passiert denn, und zurückkommen auf die Bundespolitik, was könnte denn dieses Jahr passieren? Wir haben es ja eben schon gehört von Franz Sommerfeld am Anfang, ja, Minderheitsregierung unter Merkel und dann... Also was passieren könnte, ist in der Tat eine ganze Menge nach den Europawahlen. Wenn die SPD schlecht abschneidet, dann ist in dieser Partei jede Art von Irrationalität möglich, auch bis hin zur Autodestruktion, also... Das ist unvorhergesehen. Mein Tipp ist eher, dass sich nichts tun wird. Ich glaube, Merkel wird in ihrer gnadenlosen protestantischen Pflichtethik nicht einfach hinwerfen wollen, sondern ihre gewählte Legislaturperiode durchzuhalten. Und es mag sein, dass für die Besonnenen in allen Lagern irgendwie sich der Eindruck durchsetzt, dass es irgendwie ganz klug ist, das Pulver trocken zu halten. Bis dahin, also meine Voraussage wäre eher, dass sich nichts tut. Herr Sommerfeld. Ich halte es auch für das Wahrscheinliche, aber man muss bereit sein, auf Optionen, so wie der Rücktritt von Merkel als Parteivorsitzende uns ja auch überrascht hat, so könnte es auch sein,
dass sie dann doch nach wirklich schlechten Europawahlen Konsequenzen zieht. Ja, Sie kennen sie ja nun lange genug. Und halten Sie das für denkbar? Herr Wallert sprach ja die protestantische Verantwortungsethik an, dass sie sagt, ich darf das nicht, weil ich in diesem Amte gewählt worden bin. Ja, aber sie macht ja etwas, was bisher eigentlich noch nie kaum einem Parteivorsitzenden gelungen ist. Sie will versuchen, eine Nachfolgerin ins Amt zu bringen, die sie für geeignet hält. Und wenn das ein Weg sein könnte, Karen Bauer, die sie nach der Europawahl anders, also sie muss sie mehr nach vorne bringen, Karen Bauer, sonst hat sie ein Problem. Und wenn sie dafür eine andere Lösung findet, dann ja, sonst glaube ich, dass sie auch ihr Amt im Zweifel zur Verfügung stellen würde. Gibt es denn oder gäbe es denn, Herr Strohschneider, überhaupt im Bundestag eine Chance, die Kanzlerin zu stürzen durch eine andere Konstellation? Herr Lindner hat ja gesagt, jederzeit stünde er bereit. Also Herr Lindner ist immer jederzeit bereit, bis es dann darauf ankommt, etwas daraus zu machen. Kommt, ne? Insofern würde ich jetzt darauf nicht geben, aber ich glaube tatsächlich, dass aus dem Bundestag heraus sich jetzt eine neue Regierung bildet in einem großen Tumult oder so. Dafür es gibt weder die Debattenlage noch die handelnden Personen. Ich will eins noch ganz kurz hinzufügen. Ich glaube, man muss genau gucken, wie es doch immer deutlichere Anzeichen gibt, sich die ökonomische Lage dreht. Werden wir hier in bestimmten Bereichen eine ganz andere Debatte bekommen, weil wir momentan uns auch mit solchen Sachen wie der AfD auseinandersetzen, auf einem relativ guten Konjunkturpolster, da kann man noch viel machen. Ford ist ein Signal und da kommen neue... Es kommen dunkle Wolken auf uns zu und das damit die Debatte wollen wir auch diese Diskussion für heute beenden. Das nächste Mal reden wir darüber, wie dunkel die Wolken sind. Da stellen wir die Glaskugel hier wieder hin. Ich bedanke mich bei Tom Strohschneider, ja, Buchautor. Ihr neues Buch über Bernstein kommt wann? Im Frühjahr. Im Frühjahr, also schon mal vormerken, wer sich für Bernstein interessiert. Ne? Das wird die Biografie des Jahres, darf ich so sagen, ja. Bitte. Norbert Wallert, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung, vielen Dank, dass Sie da waren. Und von Sommerfeld, ich habe jetzt vergessen, zuletzt Chefredakteur Mitteldeutschen Stadtanzeiger. Kölner Stadtanzeiger, also Sie waren so bei so vielen Zeitungen Chef, dass ich das jetzt nicht aufzählen kann. Ja, ich würde es gerne tun, aber die Sendezeit ist zu kurz. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag, wie immer wieder, 12 Uhr. Wenn Sie irgendwo unterwegs sind, schauen Sie auf Ihr Handy. Sie können uns da auch sehen in ganz Europa unter www.tvb.de und den Livestream. Vielen Dank für heute, dass Sie dabei waren. Bis nächste Woche und tschüss.